Streife 2, 1020 Headquarter. Großartig. So, jetzt rauchen wir die. Ja, ich nicht. Ja. Ich hab quasi aufgehört. Das ist dein Problem, nicht meins. Wieso Problem? Ich bin ganz zufrieden. Messer auf dem Boden. Stehen bleiben mit der roten Hose. Doch so viele hier. Wirklich jemand abgeben bekommen? Ja, ich lege. Zwei TVs gestellt direkt im Gefängnis. Ja, hauen Sie die mal bitte zu Brei. Nee, machen Sie nicht, aber was soll die Scheiße? Messer weg! Gibt es eine Einsatzleitung am Bösen? Wo ist McKinley? Ja, 380 übernimmt die Einsatzleitung. Wunderbar, dann zwei Personen mit Clownsmasken gestellt. Mindestens einer bewaffnet mit einem Messer. Was ist denn Ihre hübsche Kollegin? Der Kollege, der so weit geführt worden ist. Wo dann haben wir überhaupt unseren Kollegen gebracht. Ich hab das Ihrem Kollegen eben gesagt. Geh doch mal hinten zum Auto, der sitzt Information, der Kollege wird immer noch vermisst. Vielleicht nach Aussage immer noch im Fahrzeug. Greg, wir haben den Kollegen. Mal bitte. Sie sich bitte mal entspannt, Sir. Sie machen mich ganz... Ja. Nervös. Ja. Was ist... Ja, wie im Zirkus hier. Jetzt nimm deine Hände runter, du machst dich ja noch zum Affen. Rumzulaufen, danke. Ja, nun seien sie doch nicht so. Ja. Hier ist die 50, wir brauchen sofort einen Arzt am Prison. Oh, immer Kollege diese ganzen Forderungen, die man hier uns hier stellt. Ach, Mann. Ja, die Einsatzleitung. Da werden die armen Kinder im Waisenhaus wohl kein Essen kriegen dieses Jahr. So, Handschellen sind dran, durchsuchen sie noch nicht. Erstmal, damit sie hier sichergestellt sind. Ich hab noch mal, was hat er mit unserem Kollegen gemacht? Dann entsprechend verlassen und nachher hat er dem mal irgendwelche Drogen gegeben, oder was? Nein! Nee, ich hab ihm mein Schminktuch gegeben. Was habt ihr mit dem angestellt, verdammte Scheiße? Ich hab ihm mein Schminktuch gegeben. Und was war da dran? Da war gar nichts dran. Schminke! Mann, die verarschen uns. Irgendwas stimmt mit Ginley nicht. Nein, alles ist gut. Ja, okay. Naja, hinter die Linie, okay? Wie heißt eigentlich der Kollege, der hier so ein bisschen so, ich sag mal, nervös gewesen ist? Ja, ich wollte, bin ihm nur hinterhergelaufen, weil ich mit ihm reden wollte, aber er wollte nicht auf mich hören. Info, Backcast unterwegs. Er hat die ganze Zeit mich angeschrien, das mag ich nicht. Ja, der hat die ganze Zeit geschrien, das habe ich gehört. Ja. Naja, das wäre ich ja auch. Ja, aber ein hübsches Gesicht hat der Junge. Natürlich, ja. Ja. Ja, wäre ja zu schade, wenn da mal irgendwas mit passieren würde. Typ nicht mit diesen Typen. Och, was ist das denn da hinten? Oh. Okay, Einsatzleitung mit Info. Wir brauchen insgesamt drei Streifen hier vor Ort. Die restlichen Streifen. Also sie bleiben wohl erstmal hier. Aber sie können doch mitkommen, wir wollen ja nur gucken. Ja, dann würde das Streifen 2 mit Trainee wieder abziehen. Sag mal, wieso haben wir dieses Fahrzeug nicht mitgenommen? Also sind wir. Könnt ihr mal die Eier tischen und wieder die Masken abziehen? Warum seid ihr nicht da mitgekommen? So, Jungs, gib mal eure... Streife 8, 10, 8. Nachfrage von SD02, ich vernehme entsprechend, die 1090 ist beendet. Wie geht's dem Officer kommen? Dem Deputy kommen? Officer schwer verletzt. Einsatzleitung mit Info, soweit korrekt. Medical Department ist informiert, ist auf dem Weg. Kollege ist verletzt. So. Check. 5 Minuten im Dienst. Ich habe den Boden festgesetzt. Ja, ich weiß es doch immer, oder? Also positiv, beide festgesetzt. Nee. Muss ich jetzt? Durchsucht und Masken abgenommen. Muss ich jetzt einen Kuchen kaufen? Einsatzleitung ändert. Naja, aber du kannst eine Ladung Bier bringen. Einstand. Information zum verletzten Deputy, hat aktuell noch ein Messer in der Brust stecken, warten aus MD zu schnell kritisch. Eieiei. Gut. Das klingt nicht gut. Nee. Soll ich uns jetzt wieder 10-8 melden? Genau.
Streife 2 ist 10-8. Deputy Ruby, 10-42. Ja. Ja, das war gleich direkt meine Feuerprobe. Ja, so ist das meistens. Hast dich gut angestellt. Wenn sowas ist, müssen wir immer sehr schnell reagieren. Ich habe das auch erst gar nicht gesehen, dass sie da auf dem Hof sind. Ja, ich habe das schon gesehen. Ich bin halt aber zum Beispiel noch von früher gewohnt, dass man erst ein Absichtskommando erhält. Also okay, ich steige... Ja. Ja, also als normalerweise ist es bei mir dann eher so, dass ich erst aussteige, wenn ich so das Kommando habe. Steige ich aus. Also spätestens, wenn ich aussteige und die scharfe Waffe raushol, darfst du das auch tun. Streife 8 löst sich auf und 10-42. Benutzen immer mit Vorsicht walten lassen. Ne? Es ist immer noch eine scharfe, tödliche Waffe. Ja, 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 ja. Wenn, also gerade wenn die unbewaffnet sind, eher Taser. So. Ja. Beifahrer tankt. Benzin. Ah, Benzin? Ja. Okay, ist ja kein Problem. Was haben wir denn? Oi. Die sind aber auch ganz schön raufgegangen, wa? Ja, ja. Was meinst du, wie viel reinpasst? Ja, bis voll ist, ne? Mach einfach auf Anschlag, du kannst ja direkt sagen. Ah, ich sehe das, ja. Ach, ich hab gedacht, das muss man immer so ein bisschen abschätzen. Nee, nee, nee. Einsatzleitung mit Info, Einsatz soweit beendet. Für jeden der beiden Tatverdächtigen gibt es jetzt einen verantwortlichen Officer. Die bitte ich nochmal darum, die entsprechenden Personalien und die Aussage aufzunehmen. Ich gebe Bescheid, sobald die Akte offen ist. Unbewaffnet sind grundsätzlich den Taser. Ja. Und spätestens dann, wenn die Leute detained sind, also in Handschellen sind, kann man auch beruhigt auf den Taser wechseln. Ja, da muss man dann auch schnell reagieren, ne? Ruckzuck zieht dir da ein Messer aus dem Nichts da raus, ne? Muss man schnell sein, ja, genau. Ja, die haben die Messer irgendwo in der Hosentasche oder so. Oder eine Knarre hinten in der Hose, in den Hosenbund und dann, ne? Ja, das ist richtig. Also wir warten, aber wir sind auch immer passiv, ja? Also wir feuern nicht als erstes. Wir sind deeskalierend, korrekt. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Wir deeskalieren, wir geben selten den ersten Schuss ab. Ja. Also kann wahrscheinlich auch durchaus mal vorkommen, aber ja. Das gilt es zu vermeiden. Also ganz wichtig tatsächlich, ich wollte dich wirklich fragen, haben wir eigentlich bei uns an der Uniform Panikknopf? Nein. Nur am Auto? Nur am Auto. Wir warten jetzt mal, bis sich die Lage ein bisschen beruhigt hat. Negativ, ja. Personal bei dem SD in Sandy Schuss gleich aufgenommen. Check, ist die Staatsanwaltschaft schon kontaktiert worden? Negativ dazu noch nicht. Kannst du den Knopf einmal ausprobieren? Ja, vorher wahrscheinlich kurz Bescheid sagen, ne, dass die das wissen. Ja. Genau. Weil sonst passiert das, was gerade passiert ist. Dann rennen dann alle los. Da ist dann sehr schnell sehr viel los und das wollen wir nicht. Ja. 81-10-19 Sandy. Wie gut sind deine Ortskenntnisse hier? Ja, grundlegend. Mehr noch nicht. Ich bin ja noch nicht so lange hier. Wie lange bist du jetzt schon hier? Wir 5 Tage, ja. Ah, okay. Was kennst du alles schon? Also ich kenne natürlich jetzt das Sheriff's Department, das kleinere, da fahren wir gerade hin. Mhm. Das ist hier auf der linken Seite. Doch, nochmal bitte. Das hier rechts? 10, 8, das rechts weiß ich nicht. Das ist Popcorn's Bucket. Das ist der beste Tätowierer in ganz San Andreas. Ah, achso, ja, ich bin nicht tätowiert, deswegen weiß ich sowas nicht. Ja, also das... Eine Zeitung mit Frage an den Funk. Wer war denn der Kollege, der mit dem jetzt verletzten Kollegen unterwegs war, komm? Der ist bei uns. Bitte einmal markieren. Ja. Und funken, dass wir anfahren. Wie ist das symbolisiert, bitte? Das ist so ein, 1031 Schild. Highway. Route 68. Fahre an. Und funken, dass wir anfahren. Streife 2 fährt auch an, ja? Bin nur alleine. Genau. Wäre also sehr... Ja. Ja, Streife 3 fährt auch mit an, auch Einzelstreife, aber 6 fliegt. Streife 2 fährt auch an. Ja, bis wir da sind, von da aus. Nochmal Frage an den Funk. Welche Dienstnummer hatte der Kollege, der mit dem Kollegen im Auto saß, der entführt wurde, kommen? Übernimmt immer der erste Officer da die Verhandlung, ja. Oder wie sieht das aus? Also... Bei solchen Sachen ja, wenn jetzt so eine Geiselnahme wie gerade eben war, okay, da steht ein Auto. Wenn jetzt sowas ist wie eine Geiselnahme, macht es meistens die Highway Patrol, die sind dafür extra nochmal ein bisschen
ausgebildet, die kennen sich da aus, sie machen dann sowas eher, die sind für Spezialeinsätze auch gedacht. Ich verstehe. Da kann man auch viel bei euch lernen, ja? Ja, ja, es gibt viel zu tun. Das ist schön. So, wenn wir jetzt gleich da sind, machst du 10.23, inklusive Informationen, ob ein Fahrzeug vor Ort ist, wenn ja, welches oder wie viele Personen. Okay, also 10.23 heißt, dass wir angekommen sind, ja, jawohl. Und zwar jetzt. Streife 2, 10.23, kein Fahrzeug zu sehen. So. Ja, die 12, mir ist was entgegengekommen, irgendein schwarzes kleineres Sportfahrzeug wahrscheinlich Richtung Harmony gefahren. Sheriff's Department. Sheriff's Department. Ja, die Streife 3 bricht die 10.32 ab. Ja. Yeah. So. Und dann, wenn man sowas hat, müssen wir immer den Dispatch machen. Das machst du auch über deinen PDA wieder. Du kannst den hier anschließen im Kassensystem. Ah. Und dann quatschst du noch kurz mit ihm, ob er dir irgendwas zu sagen hat. Okay. Ja, nichts gesehen. Maskiert. Hm, alles klar. Ah, und das hast du in dem Dispatch bearbeiten, oder was? Ja, das erzählt er dir dann. Ah, der erzählt dir das. Okay. Ja, ja. Genau. Gudi. Ja, das kleine Fahrzeug auf dem Weg hierher könnte höchstens... Ja, sehr wahrscheinlich. So. Genau, also wenn wir sowas anfahren, übernimmt die erste Streife immer die Akte, falls wir jemanden festsetzen oder so. Und bei so größeren Sachen, wie gesagt, meistens einer der erfahrenen Sheriffs. Kann auch mal sein, dass das jemand macht, der noch nicht so viel Erfahrung hat, dann mit Unterstützung von einem erfahrenen quasi die Einsatzleitung dann macht, so wie du. Ja, 66 mit Frei in den Funk. Wer war die zweite Streife, die den bei der Geiselnahme mit angefahren ist? Komm. Ja, das werden wir gewesen. Streife 6, die 5. Okay. 10-9. Das war Streife 6, die 50. Ja, genau. Also das machen meistens dann eher erfahrenere Sheriffs. Welche SD-Nummer bist du? 69. Was ist das? Das passt zum alten Horst. Hm. Oh, wer steht hier rum? Oh, wir haben nochmal Dispatch. Und das ist diesmal weiter runter die Straße. Ich habe markiert. Ja, und Funken. Streife 2 übernimmt. Streife 3 fährt aktuell in 10.31 an 3,5 Klick. Also da, wo wir jetzt hinfahren, das ist Chumash. Das ist so Grenzgebiet von uns und PD. Das heißt, PD wird das auch anfahren. Und dann ist halt da, je nachdem, wer schneller da ist. Meistens sind wir zu langsam, weil wir einfach zu weit weg sind schon. Ja. Yeah. Aber, naja, wir fahren trotzdem hin, falls uns was entgegenkommt. Manchmal brauchen wir auch einfach die Mannstärke, ne? Ja, richtig. Fahrt ihr ja auch oft Einzelstreife? Ja, weil es mittlerweile nicht mehr so gängig ist. Einzelstreifen sind da eher so mittags, vormittags noch gängig, aber ab abends dann eigentlich nicht mehr. Hier. Aber es steht jedem Deputy Sheriff frei, das zu tun. Ja, ist ja schon sicherheitsrelevant, ne? Ja. Und ich bin großer Fan von Zweierstreifen. Ja, kann ich verstehen. 20. PD ist schon vor Ort. Ja. Also. Streife 3 macht erstmal oben die Straße dicht. Ja, Funk mal, PD schon vor Ort, keine Sichtung. PD ist schon vor Ort, keine Sichtung. Schön. Streife 3, 4. Streife 9, uns kam auch nichts entgegen. Ja, nix. Großartig. Ja, alles klar. Ja. Die Kollegen scheinen auch nichts gefunden zu haben. Nee. Ich frage mich immer, wie schnell die sind, ne? Ja, die sind immer ziemlich fix. Lass uns doch mal Folgendes machen und nach oben fahren, ob der jetzt zufälligerweise nach oben will.
Ja, wir hatten gerade eben schon eine am East Highway, West Highway da oben an der Tankstelle noch. Uns kam auch nach der Tankstelle schon ein Fahrzeug entgegen. Da dachte ich aber noch, dass es ein bisschen zu früh ist für hier. Vielleicht ist der Nord den West Highway nach Norden durchgezogen. Mhm. Das wäre so meine Vermutung, aber naja. Hallöchen. Hallo. Na, wie ist bei euch? Freien Funk, haben wir noch eine Flashlight? Wir waren gerade zufälligerweise bei euch tanken oben. Ja, aber auch um 10:31, richtig? Ja, da waren wir gerade auch. Ja, könnte sich dann Streif 1 mal Richtung East Highway bewegen. Vermutlich kommt da die nächste 10:31. Ja, hier keiner mehr vor Ort. Ja, bewegen wir uns Richtung East Highway. Vielleicht schickt ihr auch mal eine Streife Richtung East. 66, 10:04 Ende. Kann gut sein, dass da gleich was passiert. Ja, komm, dann laut uns beide mal reinfahren. Ja, alles klar. Bis zum Rollstuhlgas, los geht's. Abend. So, das heißt, ich melde uns jetzt wieder zurück. Genau, 10:08. Also ich melde jetzt 10:08. Ja. Streife 2 ist 10:08. So, also das jetzt ist schon die Grenze, okay. Ja, das ergibt doch Sinn. Ja, das ist schon Grenzgebiet. Ja, ich habe vorhin am Computer das hier sehen, ne? Das Rote ist unseres, ne? Ja, genau. Das ist deren, also das ist deren Streifengebiet drin, alles nördlich dort davon ist unseres. Und so Grenzsachen fahren wir halt auch immer mit an. Hast du nicht noch mit einem Kollegen da? Der war ganz am Anfang, wie sie überfallen wurden. Genau, und er wollte ja auch. Und ja, ich muss ehrlich sagen, also er hat mir noch gesagt, er hat ein paar Leute kennengelernt, die fahren gerne Motorrad. Okay. So, und dann seitdem habe ich keinen Kontakt mehr mit ihm. Also der hat die letzten Male, wo ich ihn versucht habe anzurufen, ist er nicht mehr dran gegangen. Okay, was für Leute sind das? Ich weiß es nicht. Er wollte mir die auch nicht vorstellen. Ja. Ja, der hat gesagt, die fahren gerne Motorrad und halten gerne zusammen. Ich weiß nicht, hat sich für mich angehört wie Rocker-Gang. Hat aber gesagt, nee, das stimmt nicht. Das sind nur ein paar Schrauber. Naja, davon gibt's ein paar. Ja, das ist an dieser, bei uns oben, der Highway da, ist da so eine Schrauberbude. Ah. Ja, da muss das sein. Oh. Du weißt schon, wo das ist? Nee, aber du kannst mir das markieren. Aber ich habe so eine ungefähre Richtung. Ja, ich sehe nämlich nichts. Was ist das Problem? Müsste relativ weit im Osten sein. Vielleicht East oder so. East auch nix. Also auf jeden Fall nichts mehr bei uns. Ich sehe nichts. Das nicht bei uns? Ich glaube, ich sehe gar nichts. Okay, ich guck gleich. Vielleicht auf der anderen Seite? Also wenn du das findest, sag mir mal bitte wo, weil ich sehe nichts. Ja doch, ist East Highway. East? Ja. Das ist der kleine Schlenkel, ja, bis wir da sind, ist wir brauchen da nicht anfangen. Ach, da ganz, oh ja, jetzt habe ich es ja. Genau, also das da unten, ganz rechts unten, nördlich von der Sperrzone von Noose, das ist der Totenkopf auf deiner Karte. Ja. An der Route 15, das ist der East Highway. Was heißt eigentlich der Totenkopf? Da fahren wir nicht hin. Das ist Sperrzone, das ist National Office of Security Enforcement. Ah. Genau, also das ist der East Highway, wo jetzt der Marker ist mit dem und der Totenkopf ist. Dann das links davon ist der East Highway. Der zieht sich dann bis nach Norden durch. Streife 3 fährt aktuell in 10:31 an. Wo wir sind, ist der West Highway. Ja. Das sind so die gängigen Sachen. Also es gibt immer ein paar Asile, die eine West-Ost-Schwäche haben. Die verdrehen das immer gerne. Ja, nie ohne Seife waschen. Ja, mir gefällt die amerikanische Version Never Eat the Weed besser. Aber okay, an dich noch nicht. Ja, das ist immer. Mit mir kannst du viel lernen. Ja, man lernt immer gerne mal dazu, wa? Ja, richtig. So. Jetzt kannst du mal eine 1019 Palito Headquarter machen. Eine 1019? Das heißt... Ja, Streife 2 keine Feststellung am aktuellen 10:31. Also, das heißt, Streife 2 macht jetzt eine 10:19 zum Headquarter. Kurze Frage von der 28. Bearbeitet jemand gerade die Fallakte zu der aktuellen 10:99? Komm. Jetzt wartest du, ob da jemand drauf antwortet? Jawohl. Gut, Disziplin habe ich. Ja, das ist bei uns nicht ganz so wichtig, aber zumindest darauf achten, ob gerade ein aktiver Funkspruch ist. Kommt keine Antwort, also kannst du das gerne funken.
Streife 2, 1019 zum Headquarter. Genau, und wenn wir da sind, machst du mit 1020. Also dann sind wir 1020 am Headquarter. Genau. Streife 2, 1020 Headquarter. Großartig. So, jetzt rauch mal eine. Ja, ich nicht. Ich hab quasi aufgehört. Das ist dein Problem, nicht meins. Wieso Problem? Ich bin ganz zufrieden. Ja, also. So. Hast du Fragen? Oh, nö. Ich frage ja die ganze Zeit schon, wenn ich Fragen habe. Großartig. Ja, wenn irgendwas unklar ist, wenn du irgendwas wissen willst, einfach fragen. Wenn ich es nicht weiß, kenne ich Leute, die es wissen. Das kriegen wir schon hin. Ja, sehr gut. Sehr gut. Also das heißt, die Garage da vorne kann ich dann einfach benutzen? Genau. Wenn du jetzt gerade noch ein Auto draußen stehen hast, bitte einpacken. Ja, dann packe ich das mal ein. Wir müssen los. Hört sich so an, ne, wenn es keiner macht. Also Streife 2 übernimmt. Ja. Den 1031. Genau. Streife 2 übernimmt den 1031. So, ich markiere das noch. Ja, ich hab schon. Achso. Aber PD wird wahrscheinlich eh da sein. Ja, das ist ja da, wo wir gerade waren, ne? Ja, genau, das ist 5 Meter weiter. Ja, Wahnsinn. Ja, bis wir da sind, wir haben es eh super weit. Kannst du es mal ein bisschen im Auge behalten, falls der gleich grün ist oder weg ist, mir Bescheid geben, dann war es PD schon dann. Bei der Kurve muss man immer sehr vorsichtig sein, die ist hinterhältig. Hab ich gerade gemerkt. Sieht immer noch alles ganz rot aus da. Ja. Okay. Okay. Hä? Warum haben die denn das Pitch nicht abgearbeitet? Ah, wäre schon geregelt. Brauche ich gar nicht mehr funken, oder? Ja, du kannst uns wieder 10-8 melden. Streife 2, 10-8. SD 54, 1042, schönen Abend euch noch. Hardy, again. Hi. Wieder keiner vor Ort? Nö. Nee. Ah. Also es kam ein schwarzes Fahrzeug entgegen, aber das, ja, war's, gut. Das war's auch. Das kann jetzt ein Prima. Ich weiß nicht genau, was es war, war dunkel. Ja, alles klar. Judy, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Naja, ne? Weißt du, wie das ist? Nachts sind alle Katzen grau. Ja, richtig. So. Muss ich mal schnell selber den Navi-Punkt rausmachen, wie ich mir den gerade gesetzt habe. Ja. Ich würde jetzt gerne kurz nach Palido fahren und pinkeln gehen. Ja, das kenne ich, das Problem. Wenn ich halt an der Tankstelle an. Ja. Aber die Dinger haben aber schon ein bisschen Dampf unter dem Kessel, ne? Ja, die haben Druck, das sind unsere neuen, Die haben ein bisschen mehr Tempo drauf, ja. Okay. Ja, so. Er ist auch ziemlich am Ding. Ja. Streife 2 übernimmt den 1031. Ich hätte noch dazu sagen können, wie weit wir weg sind, wa? Ja, richtig. Also ein Kilometer ist immer ein Klick und dann sagst du... Ja, das ist ja verständlich, ne? Ja. Wir wären dann jetzt noch 3,5 Klicks weg. Ja, genau. Aber ist der überhaupt noch in unserem Gebiet? Das ist, also wenn, dann auf jeden Fall auf der Kippe, ne? Von der Höhe her ist es ungefähr da, wo wir gerade waren. Ja. Will schon keiner böse sein, falls wir mal vorbeischauen. Ja, nee, das auf gar keinen Fall. Aber wenn wir gleich hier sind, fahren wir einfach nach Sandyschuss. Ja. Yeah. Ja, okay, das ist schon sehr, sehr großzügig ausgelegt, ja. Wenn ich das richtig sehe. Ich müsste genau auf der Kippe sein, oder? Ja. Oder ist das schon drüber? Campinos ist schon ein bisschen drüber. Ja, das ist schon PD. Aber egal, jetzt sind wir schon quasi da. Ich erkläre dir gleich mal, wo die Grenze ist. Also das. Ja. Ich hab's gesehen. Ja, das ist Hartgrenzgebiet hier. Ja, genau. Ich hatte es nämlich gesehen auf dem Computer.
Und das ist natürlich jetzt. Die Straße links und die Straße rechts ist quasi die Grenzstraße, kann man sagen. Das ist halt genau auf der Kippe, ja. Ja, okay. Der PD ist schon da. Gut, also. Also Streife 10-8 wieder, ja? Genau. Streife 2, 10-8. Was ist denn der Status für gerade nicht verfügbar? 10-7. Ist dann 10-7. Ah, ich sehe es, danke. Nur bei der Feuerwehr wäre das jetzt der Status 6. Also das ist ja kein Status, sondern ein Temcode. Ja, genau, das ist der Unterschied. Ja, nochmal, ist ja nochmal ein anderer. Ja. Richtig. Da habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Oh, oh. Ja, das ist PD. Also LSPD. Die Dispatches vom PD. Da kann man auch immer ein bisschen drauf achten, falls die sich gegen Norden bewegen. Wenn die in den Norden reinfahren, rufen die uns eh an. Ich guck mal. Nee, das ist mitten in der Stadt. Ja, dann interessiert uns das nicht. Ja. Also falls die nach Norden fahren, rufen die uns auf der Leitstelle an. Ja. Aber wenn solche Dispatches kommen, kann man immer mal gucken, ob die sich gerade am nördlichen Rand irgendwo bewegen oder vielleicht sogar sich nach Norden bewegen. Dann können wir uns da schon mal in die Richtung positionieren. Ja, genau entgegengesetzt von uns. Also ganz, ganz andere Ende. Ja, ja, das interessiert uns nicht. Wir haben auch gerade dort einen Shoplift. Ja, ja. Aber das ist schon bei denen. Das wird wahrscheinlich genau das gewesen sein. Ja, das ist gut möglich, dass das ein Ablenkungsmanöver ist, weil gerade wieder irgendjemand irgendwie eine Kacke baut oder. Ja, also Leben geht immer über Material, habe ich schon mal gelernt. Korrekt. Ja. Haben wir, ich habe es vorhin nur kurz angeschnitten gesehen, wir haben aber Streifenzonen, oder? Nein. Haben wir nicht? Streifenzonen. Okay. Das ist PD. Das interessiert uns nicht. Wir fahren überall, der ganze Norden ist unsere... Okay. Weil ich kenne das nämlich schon aus Lakeside, dass ich Streifenzonen hatte. Ja, also zum Beispiel ist die Streife 1, ist für Zone 1 eingesetzt worden. Ja. Nee, das haben wir nicht. S66 meldet sich wieder im Funkkreis an. Streife 3 wieder 10-8. Das ist für uns komplett uninteressant. Wir fahren einfach den ganzen Norden. Und das war's. Ja. Jammer. Strafe 1, 10-8. Ja. Wie ist das, wenn die bei uns ins Gefängnis kommen, ne? Ja. Die werden dann verurteilt und dann mit Anwalt und Strafrichter und dann wird die Monatsstrafe festgelegt, richtig? Genau, in den meisten Fällen wird das genauso gehandhabt. So 10 bis 20 Monate, denke ich so. Diese, ja. 25, ja. 10, 42. Ja, das wird in Hafteinheiten gerechnet. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen. Streife 3 kümmert sich um den Dispatch am East Highway. Okay. Täter wurde in der Stadt gestellt. Ah, okay. So, wir packen mal hier. 34, ja. Dem Kollegen McKenzie geht es soweit besser, ist über dem Berg. Aktuell immer noch ein Berg. Ja. Okay, dann meldest du uns mal 10-7. Streife 2, 10-7. Ja, ich will mal kurz pingeln, kannst du hier. Ja, alles gut. Einen Kaffee ziehen oder was? Ja, richtig. So. Welche SD-Nummer hast du? 69. Gut. Dann gehst du jetzt mal schnell rein an den Computer, funkst vorher, dass du kurz deine Aussage in die Akte einträgst und dann machst du das eben. Ich komme schnell mit. Okay, also Aussage in die Akte eintragen? Ja, von der 1099 gerade im Prison. Du schreibst einfach siehe Aussage SD83, weil wir im Grunde genau das gleiche gesehen haben. Achso. SD 69 trägt also seine Aussage in die Akte. Ja, nee, so, einmal, wie gesagt, F3 an die Akte rangehen. Ein anderer, ja. Mensch, könnte man meinen. Dann also gehst du linke Seite auf Akten, klappst das auf und dann hast du ganz unten Akten. Ja. Und dann machst du die neueste quasi, Geiselnahme mit Tateinheit mit Körperverletzung. Da kannst du erstmal direkt auf Bearbeiten gehen. Ja. Dann scrollst du ein bisschen runter zu Zeugenaussagen. Ja. Bisschen in die Ecke, auch schön. Ja. Und dann schreibst du unter meine von SD30, schreibst du deine SD-Nummer, quasi so wie ich, inklusive Name. Ja. Und dann schreibst du auch einfach nur drunter, siehe Aussage SD30. Hey. Bei Ihnen alles in Ordnung? Ah, ich verstehe. Gut. Wie mache ich denn so einen tollen Trennstrich? Du hast oben so ein Bearbeitungsmenü.
Da ist so ein Strich dran. Ich, glaube, ich sehe das, ja. Sie können sich den nochmal anhören, aber der ist schon verurteilt. Also auch Sie, Aussage 83. Genau, 30 direkt im Palito Bay. Wir würden Sie in 5 Minuten verschaffen. So, und jetzt irgendwo speichern? Genau, und dann unten auf Speichern. Ach ja. Wahnsinn, ich bin so begeistert. Das ist ekelhaft. Also nicht ekelhaft, aber das schmeckt einfach gar nicht. Okay. Das ist ja super gemacht. Sehr gut. Ich treffe in einem vorübergehend 7-6. Gut. Die Akte am Schluss gerade ist wieder frei. Also Sie wissen ja, dass die Bertha ist eh nur meine und die packe ich nur aus, wenn sie wirklich gebraucht Alles gut. Wird. Und können Sie, durfte sie fahren. Können Sie beim Prisentransport unterstützen? 69 und Justman. Ja, machen wir. Ja, gut. Ja. Dann brauche ich ein Fahrzeug davor, ein Fahrzeug dahinter und dann fahren wir rüber. Steht auf dem Hinterhof. Fahren Sie da bitte hin, dann fahren wir rüber. Check. Nehmen Sie den Trainee mit. Ja, ja, der gehört zu mir. Ja. Jawohl. Ich komme zum Überführen. Also von Zelle da. Hardy Blumen. Passiert. Bitte? Was denn passiert? 1099 beim Person. Wow. Irgendeiner, ich weiß nicht, ich glaube Maxwell. Nee, nicht Maxwell. Irgendeiner wurde angegriffen von uns. Ach du Scheiße. Ja, ja, wir haben die Jungs, die waren dann jetzt direkt in den Knast. Ja, das ist auch gut so. Ja, also wir müssen. Dann nee, mach mal. Bis später einfach. Später.